Nächste Nachrichten ab morgen früh 6 Uhr. Gute Unterhaltung jetzt bei der Action-Reportage 24 Stunden. Auf Wiederschauen. Ja, hier sind schon auch welche abgeholt worden, aber ob die tot waren und so, das kriegen wir auch nicht mit. Wie viele sind denn hier schon abgeholt worden? Also in meiner Zeit habe ich wohl so 5-6 Stück schon mitbekommen, die abgeholt worden sind. Du als Arschloch, du. Das ist Brems Ostertor, als Heroinviertel in ganz Europa verrufen. Es ist 6 Uhr morgens. Zwei Reporterteams beginnen mit ihrer Arbeit. 24 Stunden lang beobachten sie Dealer, Nutten, Drogensüchtige und ohnmächtige Bürger. Es ist ein ganz normaler Tag, dennoch ein Tag voller Tragödien. Die Silbalkreuzung, berüchtigter Treffpunkt der Junkies. In der Stille des Morgens wird der Müll aus der vergangenen Nacht beseitigt. Gebrauchte Heroinspritzen, für den Müllmann nichts Besonderes. Wie viele Spritzen finden Sie so pro Tag? Gestern haben wir 8 Stück gefunden. Was machen Sie damit? Die bleiben in diesem Behälter drin und dieser Behälter kommt dann in den Müllwagen rein. Mhm. Und was dann damit passiert, das weiß ich auch nicht. Mhm. Diese Spritze dagegen wird noch gebraucht. Bauernstraße, direkt vor der Drogenberatungsstelle. Der erste Schuss des neuen Tages. Es ist 6:30. Ohne Heroin könnte dieser Süchtige schon die nächsten Stunden nicht mehr aushalten. Währenddessen wird es an der Silbalkreuzung lebhafter, lauter. Die ersten Junkies kommen durchgefroren, hungrig, sterbenselend. Sie warten auf den Dealer, auf eine neue Portion Heroin, warten auf den ersten Schuss. Mindestens 2000 Süchtige leben in Bremen und das sind, bezogen auf die Einwohnerzahl, mehr als in jeder anderen deutschen Stadt. Sie alle brauchen und bekommen mehrmals am Tag Heroin. Freie und Drogenstadt Bremen. Unterrichtsbeginn an der Schmidtschule, die durch einen Elternstreik weltberühmt wurde. Denn bis zum Sommer konnten hier unter den Augen von Erstklässlern Junkies unbehelligt spritzen. Mit einem Schulstreik zwangen die Eltern die Politiker zum Handeln. Sie haben gehandelt und einen meterhohen Zaun errichtet. Dennoch fürchten sich die Kinder. Also, aber ich finde, ich muss trotzdem gehen. Mhm. Also, obwohl ich das verstehe, einerseits, dass sie Angst hat, finde ich eigentlich, dass sie sich daran gewöhnen muss oder so. Und sie macht das auch so. Hier zur Schule macht sie eigentlich. Dieses Schiff, das hier so malerisch im Hafen von Bremen liegt, bietet einer begrenzten Zahl von obdachlosen Junkies ein Nachtasyl. Die Übernachtung kostet 60 Mark, die vom Sozialamt bezahlt werden. Das ist zu viel für dieses elende Quartier. Wo die Mäuse über die Betten huschen, dürfen wir begreiflicherweise nicht drehen. Ja, aber es ist. Ich habe aber mit Herrn Kurz eine Drehgenehmigung gehabt. Am Telefon hat mir zugesagt, dass ich in das Schiff rein kann, dass ich das aufnehmen kann. Weiß ich nicht. Und ich denke auch nicht, dass da irgendwas zu verwerfen ist. Ich darf Sie hier nicht drauf. Warum dürfen Sie mich nicht hier reinlassen? Weil Sie haben eine. Ich darf Sie hier nicht kaufen. Aber ich habe doch eine Zusage am Telefon bekommen. Ich habe aber keine Zusage. Frühmorgens müssen die Junkies das Schiff verlassen. Erst bei Einbruch der Dunkelheit dürfen sie zurück an Bord. Die 32-jährige Petra gehört auch dazu. Seit ihrem 19. Lebensjahr hängt sie an der Nadel. Seit 8 Monaten geht sie auf den Strich. Mit der Straßenbahn fährt sie ins Ostertorviertel, um sich Stoff für den ersten Schuss zu besorgen. Ausgelaucht bin ich. Im Moment geht es mir sowieso nicht gut, weil ich meine, es ist jetzt schon eine Weile her. Letztes Jahr ist mein Freund gestorben und seitdem bin ich ziemlich schlimm mit mir geworden. Also ich bin ziemlich abgestürzt, muss ich sagen. Was hast du vorher
gemacht? Ich bin jetzt 13 Jahre dabei. Nächstes Jahr. Und davor habe ich ganz normal gelebt. Da habe ich mal Haschisch geraucht oder was getrunken und so und gut. Aber arbeiten und so schon lange nicht mehr. Ich schätze mal, dass ich da auch keine Chance habe, weil ich vorbestraft bin und weil ich 28 Monate schon im Knast war. Und Haltestelle Drogenkreuzung. Petra hält Ausschau nach ihrem Dealer. Aber der lässt sich nicht blicken, solange wir da sind. Es ist mittlerweile 10 Uhr. Die Läden im Bremer Suchtquartier öffnen. Überfälle und Einbrüche lassen die Geschäftsleute über sich ergehen. Man kann sagen, in den letzten 2 Jahren, da hat sich das hier extrem verschlechtert. Nicht? Das ist hier die offene Szene und die Geschäftsleute, die haben das hier sehr schwer. Die können hier kaum noch existieren. Kann man sich ja vorstellen. Nicht? Wer will und noch kann, bedient sich ohne zu zahlen. Darauf hat man sich in den Geschäften schon längst eingestellt. Also die Leute wissen, dass sie hier nicht reinkommen dürfen. Das wiederholt werden sie gebeten, hinauszugehen. Und deswegen ist es nicht allzu schlimm. Und die halten sich daran, dass sie hier nicht reinkommen dürfen? Ja, sie halten sich daran. Also sie sind friedlich. Es ist nicht so, dass sie jetzt hier prügelnd durch die Straßen ziehen. Mhm. Im Gegenteil. Also die Leute sind wirklich arm dran. Mhm. Wenn man denen begegnet, man braucht keine Angst zu haben. Das ist wirklich mein Haupt und sie fallen um. Das ist wirklich ein Elend. Das Ergebnis der Beschaffungskriminalität im Ostertor, Sicherungsanlagen sind über 2.500, weil unser Büro auch jetzt mittlerweile zweimal ausgeräumt worden ist. Bei unseren Nachbarn dasselbe Spiel, auch in den letzten Wochen mehrmals eingebrochen, selbst durch den Briefkasten. Da drin ist jetzt eine Stahlplatte, war vorher eine Glasscheibe eingeschlagen. Hier vorne dasselbe Spiel, eine Glasscheibe, mehrmals eingeschlagen, Einbruch, sodass wir jetzt auch in unserem Teil im Körnerwald das Gitterghetto Ostertor, Steintor fortsetzen müssen und alles vergittern müssen. Entnervte Bürger haben diesen Kellereingang verrammelt. Junkies unerwünscht. Die Anwohner wollen das Drogenelend nicht mehr mit ansehen. Uns ist das eine Notwehrmaßnahme, um überhaupt so auf dem Existenzminimum überhaupt noch leben zu können. Das ist eine passive Maßnahme, um uns eben, um so einen, wenigstens einen privaten Lebensraum zu gewährleisten. Auch der ist nicht gewährleistet, also auch Zäune werden überstiegen. Auch in Vorgärten, die eingezäunt sind, kommen sie rein. Das ist so, sie haben ja keinen anderen Raum. Nicht? Das ist ein Gewohnheitsrecht seit vielen Jahren, dass sie sich hier aufhalten können. Und dieses Gewohnheitsrecht, das nehmen sie auch hinlänglich wahr. Zur gleichen Zeit ist Petra auf dem Weg zum Kontaktladen für Drogenabhängige. Hier tauscht sie ihre gebrauchten Spritzen gegen neue ein. Zwei. 20er? Jo. Tschüss. Zurück zur Drogenkreuzung. Auf wie viele Beerdigungen warst du schon? Wie viele deine Freunde leben hier? Also meine Freunde leben alle nicht mehr. Mit denen ich einmal angefangen bin, ja, nicht tot. Deswegen gehe ich auch nicht mehr auf eine Beerdigung. Was soll ich da? Ja. Wenn ich daran denke, wird mir uns schlecht. Ganz normale, nette Leute. Die wären niemals unter die Erde gekommen, niemals. Petra hat andere Alltagssorgen. Sie muss den richtigen Dealer finden, der sie mit sauberem Stoff versorgt. Ist niemand da mit Gift und niemand da mit Pillen. Und die Pillen sind besonders wichtig für mich, weil ich sonst einen Klappmann mache. Also weil ich sonst umfalle, weil ich barbituratabhängig bin. Verstehst du? Und da muss ich eben warten. Es gibt einen, der kommt meistens morgen mal um 9, mal um 10. Oder es kommen andere Leute. Es ist immer verschieden, deswegen muss ich jetzt verstehen und warten und gucken, bis einer kommt. Weil ich habe keine Lust, mir Scheiße zu kaufen, dann mache ich mir das nachher weg und dann ist das nichts. Und so viel Geld habe ich ja nun auch nicht, dass ich das in Sand setzen kann. Petra ist im Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizei Bremen bekannt, ihr Dealer vermutlich auch. Es ist 11 Uhr vormittags. Die Beamten sind scheinbar gelassen, obwohl ihnen das Drogenproblem zu schaffen macht. Sie wissen, woher der Stoff kommt, wer daran in Bremen verdient und sie fühlen sich doch machtlos. Früher war es so, dass der Nachschub für die Bremer Rauschgiftszene, also für den Bremer Abnehmerbereich, überwiegend aus Holland kam, vor allen Dingen aus Amsterdam.
Man sprach vom sogenannten Ameisenhandel, wo viele Einzelpersonen über die Grenze fuhren und dann jeweils mit relativ kleinen Mengen wieder zurückkamen. Diese Zeiten sind schon seit einigen Jahren vorbei. Der Nachschub im Heroin- als auch im Kokainbereich erfolgt mittlerweile kiloweise und ist von organisierten Tätergruppen bis ins Kleinste durchdacht und durchorganisiert. Büroalltag. Der Eindruck der Ruhe trügt. Es herrscht Krisenstimmung. Meine Ansicht ist die, dass wir uns erst am Anfang einer Entwicklung befinden, in ganz Deutschland und auch in Bremen. Und wir müssen mit diesem Phänomen Drogenabhängigkeit wahrscheinlich bis ins nächste Jahrtausend hinein leben. Was aber die Polizei tun kann, ist, dass sie ihren Part dazu beiträgt, dass diese Drogenabhängigkeit nicht letztendlich zu einer Zerrüttung der Gesellschaft führt. Diese Zerrüttung hat längst begonnen und ist in Bremen nur noch von einem schütteren Gebüsch getarnt. Wer heroinabhängig ist und nicht zur rechten Zeit die nötige Portion bekommt, den quälen Schmerzen, die man sich kaum vorstellen kann. Die Junkies nennen dies den Affenschieben. Man erkennt ihn am Schweiß und am Zittern. Dreimal täglich das gleiche Ritual. Heroin wird aufgekocht. Als Kind hatte Petra Angst vor Spritzen. Aber das ist schon lange her. Als ich klein war als Kind, habe ich sehr viel davon geträumt, immer in die Schlangengrube zu fallen. Das ist eine schwarze Schlangengrube, voll mit Schlangen. Und ich bin da immer reingefallen. Also fast jede Nacht. Nicht jede Nacht, aber wenn man das rechnen will, alle zwei Nächte. Ja. Dann bin ich so aufgeschreckt, ja, bis ich dann richtig eingeschlafen bin. Woran das liegt, ich. Nobody knows. Es fängt im Magen an, so, ne? Und dann geht das so. Steigt das so langsam hoch. Aber wenn ich nur meinen Affen wegdrücken will, ne? Fühle ich mich wie Menschen, die ganz normal drauf sind, ey. Während wir Petra im Drogenrausch filmen, ist das zweite Kamerateam mit Drogenfahndern der Bremer Polizei unterwegs. Ziviles Fahrzeug, zivile Kleidung. Mit der Fahrt durch das Drogenviertel beginnen die Beamten ihre Schicht. Die neue Camellia Formbinde gibt Ihnen jetzt neue Sicherheit. Die neue körpergerechte Form. Jetzt mit den geprägten Linien, die die Flüssigkeit schnell und gleichmäßig ins Innere leiten. Neue Camellia Sicherheit. Die Ihnen alle Freiheiten lässt. Die neue Camellia Formbinde. Jetzt gibt es eine völlig neue Signal. Signal Ultraschutz. Als einzige haben wir im größten Antikaries-Test Europas bewiesen, die neue Signal schützt unübertroffen vor Karies. Sogar besonders kariesanfällige Kinderzähne werden durch die aktiven Fluoride von Signal täglich kariesfester. Die neue Signal. Ultraschutz für kerngesunde Zähne. Die neue Actionserie in Sat.1. Unternehmen Feuersturm mit Wings Hauser. Eine multinationale Spezialeinheit kämpft weltweit für Frieden und mehr Gerechtigkeit. Unternehmen Feuersturm. Immer mittwochs, 23.40 Uhr in Sat.1. Der 38-jährige Hauptkommissar Volkmar Sattler und sein 39-jähriger Kollege Carsten Pedersen machen in den nächsten 8 Stunden Jagd auf Dealer. Erste Kontrolle, eine Teestube, in der sich vorwiegend Kurden treffen. Die Kontrolle der Drogenfahnder lässt sie gleichgültig.
Alle haben Papiere und Ausweise dabei, die meisten sind Asylbewerber. Die Dealer unter ihnen sind vorsichtig. In der Teestube, das wissen die Beamten, wird die Strategie für die Übergabe der Drogen entworfen. Die Übergabe selbst findet woanders statt. Fast 1000 Kurden waren in Bremen in den letzten Jahren in den Rauschgifthandel verwickelt, sagen uns die Beamten. Und sie schrecken noch nicht einmal davor zurück, ihre Kinder zu Dealern zu machen. Ja, wir haben gerade im letzten Jahr was ganz erheblich gehabt, dass insbesondere dadurch, dass die Kinder bis zum Alter von 14 Jahren natürlich nicht strafmündig sind, für die eigentlichen schmutzige Arbeit, nämlich für die Übergabe des Heroins benutzt werden als Werkzeug. Die können dafür nicht bestraft werden. Im Hintergrund stehen die Leute, die das Geld kassieren, die das steuern, aber die Kinder selbst machen die eigentliche Dreckarbeit auf der Straße. In der Gaststätte im Bremer Hauptbahnhof ist die Musikbox abgestellt. Auf dem Boden der Toilette liegt ein Toter. Er ist an einer Überdosis Heroin gestorben. Er wurde 37 Jahre alt und in der Polizeistatistik als 67. Drogenopfer in diesem Jahr in dieser Stadt geführt. Auf dem Arm sind frische Einstichstellen zu sehen. Das 67. Drogenopfer, ein Routinefall für die Polizei. Für einen Drogenabhängigen bei guter körperlicher Verfassung. Das heißt? Keine Spritzabszesse, so wie ich gesehen habe, eben bei der oberflächlichen Begutachtung. An den Armen, also keine Abszesse. Zwar mehrere Einstichstellen, auch die frische letzte. Aber sonst ist er eigentlich gut beisammen gewesen. Am Tresen lässt man sich durch den Toten auf der Toilette nicht stören. Auch die Junkies am Tisch bleiben gleichgültig. Die Wirtin kennt das alles schon. Ja, hier sind schon auch welche abgeholt worden, aber ob die tot waren und so, das kriegen wir auch nicht mit. Wie viele sind denn hier schon abgeholt worden? Also meiner Zeit habe ich nur so 5-6 Stück mitbekommen, die abgeholt worden sind. So wollen Holger und Gabi nicht enden. Sie versuchen mit letzter Kraft, gemeinsam vom Gift loszukommen. Ein Arzt hilft ihnen dabei mit Polamidon. Ich habe gedacht, irgendwie muss es doch noch was anderes geben anstelle, wenn man jetzt morgens immer aufsteht und arbeiten geht, jeden Monat sein Geld kriegt und seine Wohnung bezahlen muss. Ne? Irgendwie fehlt doch was. Ich habe mir mehr erhofft vom Leben als es eigentlich gibt. Ich habe irgendwas immer gesucht irgendwie, ne? Und jetzt bin ich eigentlich wieder ein ganzes Stück zurück, weil irgendwie gehört das normale Leben dazu, dieses geregelte, irgendwie muss alles geregelt sein, also muss einiges schon im Leben geregelt sein. Jeden Tag holen sich die beiden ihren Ersatzdrogencocktail vom Arzt ab. Über 400 Junkies aus Bremen soll auf diese Weise geholfen werden. Auch Polamidon ist eine Droge, jedoch weitaus ungefährlicher als Heroin. Sie lindert die körperlichen Schmerzen beim Heroinentzug und soll in ein normales Leben überleiten. Aber die beiden haben eine ganz gute Chance. Vor allen Dingen Holger, weil er noch insgesamt von seiner Struktur her viele Elemente hat, die ihn wieder das möglich macht, in die normale Gesellschaft zurückzukehren. Er hat ja eine abgeschlossene Berufsausbildung und der ist körperlich noch einigermaßen fit. Von daher sind die Aussichten bei beiden eigentlich recht günstig. Die augenblickliche Situation ist nicht so rosig, weil sie keine Wohnung haben. Und mit der Arbeit ist auch noch keine feste Möglichkeit, aber wir arbeiten halt hin und wieder und von daher ist die Integrationsmöglichkeit bei beiden eigentlich sehr gut. Früher Abend, Hauptgeschäftszeit an der Siedelwaldkreuzung. Junkies, die irgendwo und irgendwie Geld für neue Drogen aufgetrieben haben, warten auf ihre Dealer. Die Fahnder greifen zu. Ein Asylbewerber aus Ghana wird durchsucht. Die Drogenfahnder kennen ihn schon. Und es ist ihnen auch bekannt, dass sich Schwarzafrikaner auf den Verkauf von Kokain spezialisiert haben. Er hat nichts dabei. 5 Minuten später dann eine Festnahme. Ein 27-Jähriger, der selbstsüchtig ist und manchmal Stoff anbietet. Abfahrt zur Vernehmung auf dem Polizeirevier. Sagt ihr das was? Silbertbrücke 162? Hier im Schlosspark? Nee. Gar nicht? Schlosspark sagt ihr auch gar nicht? Doch, klar! Was sagt ihr jetzt? Ja, was sagt ihr jetzt? Ich sag das. Nee, schon. Überhaupt nicht. Also, wenn, dann wird das. 150 Mark braucht Petra täglich, um den Stoff bezahlen zu können. Das sind immerhin im Monat gut 4.500 Mark. Mit der Sozialhilfe kommt sie da nicht weit.
Früher hat Petra gestohlen, nun geht sie anschaffen. Nee, das ist ein Scheiß da. Aber so langsam wird's Routine. Die wollen auch immer irgendwie was hören, ob es einem Spaß macht oder was. Von mir aus kann ich ihn noch Tor vom Himmel holen. Ey. Wenn er dann gut bezahlt und so. Was hier geschieht, ist menschenverachtend. Zu Dumpingpreisen lassen sich die Freier bedienen, viele ohne Gummi. Oft warten sie noch, bis die Frauen ihren Affen schieben und mit dem Preis noch weiter heruntergehen. In ihren Autos drehen sie derweil Runde um Runde. Für die Nacht. Was wolltest du denn dafür raustun? Sag du was. Hä? Erzähl du was. Die Nacht ist 150. Zwei bis drei Freier muss Petra befriedigen, um ihren Tagesbedarf an Heroin zu decken. Heute läuft das Geschäft schlecht. Du altes Arschloch, du. 10 Uhr abends. Die Drogenszene ist in Bewegung. Die Polizei auch. Die nächsten Stunden werden für die Beamten ziemlich anstrengend. Observation der Straßenbahn Linie 1. Unter den Fahrgästen sind ein junges Paar mit Kind und ein Kurde, mit dem das Paar gesprochen hat. Die Fahnder vermuten, dass bei diesem Gespräch ein Deal vereinbart worden ist. Die Straßenbahnfahrt endet vor einem Park. Der drogenabhängige Vater wartete dort auf den kurdischen Dealer. Stattdessen kommen die Fahnder und nehmen ihn fest. Der Mann ist völlig überrascht und leistet keinen Widerstand. Auch seine Frau und ihr Kind werden aufgespürt und nach Hause geschickt. Auch der Kurde wird festgenommen. Er hat keinen Stoff bei sich und redet sich raus. Er habe im Park eine Toilette gesucht und habe mit Rauschgift überhaupt nichts zu tun. Was hast du gesagt, Geld habe ich schon gekriegt? Nur noch mal sehen, ob er das auch diesem jungen Mann gegeben hat hier. Ja, 200 sind hier. Zwei neue. Ja. Und 50, was, irgendwas haben wir noch gesagt, dann Geld. Ich will mal eben unser Auto, will mal eben mit Licht leuchten. Die erfahrenen Drogenfahnder glauben dem Kurden kein Wort. Sie sind davon überzeugt, dass er den Stoff irgendwo versteckt hat. Vor diesem Gebüsch wurde er verhaftet. Dahinter, so vermuten die Beamten, könnte sein Versteck liegen. Die Suche dauert eine halbe Stunde, dann kommt ein Beutel mit 30 Gramm Heroin, gute Qualität, zum Vorschein. Dennoch, wenn der Dealer ein klein wenig Glück hat, ist er am nächsten Tag schon wieder frei. Kein Wunder, dass die Polizisten sauer sind. Wenn es der erste Fall ist, dann würde ich sagen, ist die Chance, dass er wieder rauskommt, relativ gut. Obwohl Sie hier 20, 30 Gramm Rauschgift gefunden haben? Ja, nach unseren Erfahrungen, ja. Der Schlüsselbund in der Hosentasche Ihres Verdächtigen führt die Drogenfahnder zu einem Heim für kurdische Asylbewerber. Eine bekannte Adresse, denn dort hat die Polizei schon häufiger Rauschgift gefunden. Ja, was machst du? An der Wand Plakate der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Der bewaffnete Kampf gegen die Türken wird unter anderem durch den Verkauf von Heroin finanziert. Die Hausdurchsuchung dauert Stunden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Rauschgift zu verstecken. Die Fahnder haben keinen Erfolg. Kaum eine halbe Stunde später, unmittelbar vor dem durchsuchten Heim, fällt den Fahndern ein Junkie auf. Die 5 Gramm Heroin stammen aus diesem Heim. Die Fahnder kommen zurück. Die Suche beginnt von Neuem.
Irgendwo muss hier Rauschgift versteckt sein, das scheint Ihnen sicher. Aber wo? Euer? 300 Mark liegen unter dem Sofapolster. Drogengeld vielleicht? Verstärkung kommt. Auch davon lassen sich die Kurden nicht stören. Sie feiern weiter. Nach Beendigung der Razzia ist ein demoliertes Einsatzfahrzeug zu beklagen. Das ist jetzt der Konsument, der vor ein paar Minuten die 5 Gramm Heroin da im Haus bei den Kunden gekauft hat. Und nach seinen eigenen Angaben hat er uns hier die Seitenscheibe vom Auto eingeschlagen. So endet für die Bremer Drogenfahnder diese Nacht. Es ist weit nach Mitternacht. Im Drogenviertel wird es leerer und ruhiger. Auch Petra macht endlich Schluss. Torkelnd kehrt sie zurück aufs Schiff. Stoff besorgen, Spritzen, anschaffen, Stoff besorgen. So war Petras Tag. Wenn die Nacht endet, wird auch die Sucht wieder wach.